Kurz, ob die das gerade war mit dem Geräusch. Oh. Ach so, keine Luft. Oh mein Gott. Ich bin ja auch smart. Schlau und smart wird zu smart. Das ist unser Schatten, okay. Ist der da drüben abgehauen? Bleib mal kurz da, ich muss was testen. Boah, wie tief das hier runtergeht. Hörst du dich auf? Ach ja, der war das, okay. Das ist ja geil. Pfup. Schaut euch das mal an, wie geht es denn hier runter? Ach du Heilige. Ist da Diamanten? Ich will nicht so lange unten bleiben. Jetzt kommen wir nicht mehr hoch. Das ist definitiv zu tief. Ich glaube, das würden wir nicht mehr mit einem Atemzug komplett runter schaffen. Also hoch dann sowieso nicht mehr, aber... Jo, das schaut schon krass aus. Jetzt nur gucken, dass wir auch von unserer Basis wegfahren. Ich glaube, das ist die Richtung hier weiter. Ja genau, Koordinaten entfernen sich noch ein bisschen. Nicht, dass wir auch so in einem Kreis fahren und dann gleich wieder zurückkommen. Oder? Ja, passt. Z-Koordinate geht weg, also wird größer. Aber allgemein fällt mir auf, sie ist irgendwie nicht so viel los irgendwie, ne? Überlegt sie mich gerade, sollen wir mal ein paar Blumen mit einsammeln? Allgemein sonst noch nicht so viel gefunden. Wird nur ärgerlich, wenn wir dann gleich irgendwie NPC-Dörfer und alles mögliche finden. Und dann sind die Taschen mit Blumen voll. Ich würde die gerne ein bisschen mitnehmen, damit die auch bei uns anpflanzen können. Ich meine, ein paar davon spawnen ja auch über Knochenmehl, aber halt nicht alle. Na klar, die gelben und roten, die spawnen über Knochenmehl, bei den anderen weiß ich es gar nicht. Die auch eine Chance haben. Nehmen sie aber mal alle mit. Die kann man ja auch meines Wissens nach lang, also lang? Nee, mein Kopf ist heute. Ach ja, ich entschuldige mich schon für den einen oder anderen Satz, der nicht zu 100% Sinn ergibt. ja. Ich glaube, die kann man meines Wissens nach, wollte ich sagen, nicht nachzüchten. Also nicht so richtig zumindest. Weil eben nicht diese schönen Blumen. Hinten gibt es ein paar größere Blumenbüsche, da würde ich gerne mal kurz hinfahren. Lass mal unser Boot nicht so weit hinten stehen. Zack. Oh, wo geht's denn hier noch rein? Ah ja, auch eine kleine Höhle. Die Landschaft in die Richtung ist es bisher nicht so spannend irgendwie. Ist nicht so viel passiert, außer dass wir eine schöne Savanne entdeckt haben. Aber das war auch schon das... Ja gut, wir haben die Mega-Höhlen entdeckt. Ich meinte eher so an... Ja... Städten, hier... Dörfern und sonstigen Vorkommnissen gab es bisher irgendwie nicht so wirklich was. Beziehungsweise es gab gar nichts. Die Bäume hüpfen, deckt man hier irgendwas. Naja, Lava haben wir entdeckt. Schön. Da fackelt doch bestimmt gleich der Wald hier ab. So wie ich Minecraft kenne. So, das nehmen wir auch noch mit. Ja, wir können da lang fahren, aber ich glaube, ich fahre mal wieder in die Richtung da hinten weiter. Da hoffe ich mir so ein bisschen mehr irgendwie. Das können wir wegschmeißen, das brauchen wir definitiv nicht. Jetzt mache ich mal alle Blumen hier mal so zusammen in die Ecke. Den Samen kurz wieder ausweichen. Mach mal, was wir so entdecken hier. Ob wir was entdecken oder auch einfach gar nicht. Ja, mehr Dschungel auf jeden Fall. Vielleicht versteckt sich ja ein einzelner Panda da. Dann können wir den mitnehmen. Wäre nur doof, wenn es zwei Pandas sind, weil die kriegen wir beide nicht mit.
einen mitnehmen. Ich trenne die natürlich auch ungern voneinander, aber so ein Panda ist schon cool. Wirkt nicht so, als würde hier einer leben. Ich fahre mal auf die andere Seite. Mal kurz wieder Koordinaten checken. Ja, passt noch die Richtung. Ah, ne, ist nichts. Ist nur Sand, der überwuchert war mit einer Liane. Fahren wir mal an der Küstenseite hier lang und gucken, ob wir hier vielleicht was entdecken können. Auf jeden Fall sehe ich da drüben ein paar größere. Können wir mal kurz mitnehmen. Ja, das waren damals noch Zeiten in Minecraft, als es nur rot und blau, rot und gelbe Blümchen gab. Ja, die alte Zeit damals, als wir noch jung waren. Ach, das ist blöd. So, weg damit. Ja, ist doch schon einige Jahre her damals, als ich mit Minecraft angefangen habe. Boah, wie alt war ich denn da? Das war zu, ich glaube, der ersten Beta-Version tatsächlich. Also noch vor dem Halloween-Update auf jeden Fall, das weiß ich noch, dass damals eben das Halloween-Update gab. Das war dann so eine ziemlich große Sache. Dann gab es dann nämlich endlich auch Kürbisse und Kürbislaternen. Die konnte man sich als Kopf dann anziehen, das war total cool. Ja, heutzutage kennt das natürlich jeder, der Minecraft spielt. Oder fast jeder, der es schon länger spielt. Gleich, wenn man jetzt als Neuling in Minecraft reinkommt, ist man, glaube ich, ganz schön überwältigt. Gibt ja doch sehr, sehr, sehr viel zu tun und sehr viel zu craften, zu erkunden und zu machen. Ich meine, nicht mal ich kenne ansatzweise alles. Können wir mal schlafen? Hallo? Ich möchte bitte schlafen gehen. Ich muss sagen, ich bin ja auch schon seit ich Minecraft zu Microsoft rübergegangen ist, bin ich ja mit den Updates ein bisschen ausgestiegen, ehrlich gesagt, was da alles dazu kam. Also klar, vieles kennt man dann doch schon mit den ganzen neuen Biomen und ja, die gigantischen, also das Caves-Update zum Beispiel, das war eins, wo ich wieder ein bisschen mehr gezockt habe. Aber nicht mal davon kenne ich alles, was so passiert ist und was so vorging. Okay, Richtung passt. Wir entfernen uns noch weiter von unserer Basis. Naja, das... Oh, okay, wir haben was entdeckt. Und ich habe mein Schild natürlich zu Hause gelassen. Okay. Wir sollten vorsichtig sein. Die können ordentlich Schaden machen, wenn wir nicht aufpassen. Wir haben nur eine Eisenrüstung mit Goldschuhen. Die Goldschuhe haben zwar Projectile Protection 1. Gucken wir uns erstmal ein bisschen von oben an das Ganze. Wir gehen auf Nummer sicher. Machen wir einen auf ganz, ganz vorsichtig. So, ich zähle jetzt schon mal 6 Stück. Wir haben einen da, wir haben hier 1, 2, also... Oh, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 da hinten. Ich bewege mal kurz die Kamera, nicht zu viel. Da ist noch einer, das sind 9. Da müssten 10 sein, ich glaube, die habe ich nicht mitgezählt. Okay, mindestens 10 Feinde. Tendenz ja eher mehr. Das heißt aber, glaube ich, auch, dass hier irgendwo in der Nähe ein NPC-Dorf sein könnte, oder? Sind da dann nicht immer Dörfer in der Nähe, wenn es einen Turm gibt? Also nicht ganz in der Nähe, aber die schicken noch mal ihre Raiding-Partys irgendwie. Das schaut mir auch cool aus. Wir haben es entdeckt. Kommt, oh, der kommt auch schon. Du bist schnell. Okay, wir brauchen 2 Schüsse für die.
Der hat uns auch entdeckt. Jetzt haben wir alle getriggert, glaube ich. Der ist despawned. Der ist so umgefallen. Okay. Okay, okay. Ganz kurz auf die Koordinaten, nur für alle Fälle. 820.270 circa. Für den Fall der Fälle, dass wir hier drauf gehen, dass wir vielleicht doch nochmal zurücksprinten, schwimmen können. Unsere Materialien holen. Ich meine, die gehen ja erst verloren nach 5 Minuten, glaube ich. Oh, dann sogar da, die kleinen Viecher hier. Oh, oh, jetzt sind alle da. Geh weg. Ich schieße mal wild hier rein. So, haben wir. Nice. Das ging gut. Genau, die sind friedlich. Die kann man irgendwie auch mitnehmen und irgendwie zähmen. Die helfen einem ja dann. Die können irgendwie Items nämlich duplizieren. Kann man legal Items duplizieren mit denen irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Genau, das sind auch so die Sachen von den ganzen Updates, die ich eben nicht kenne. Ich habe dann dazu... Oh, hoppala. Den nehmen wir doch mit dem Schwert mal. Oh, du hast schon... Einiges, da kommen wieder welche. Schnell essen. Also der Bogen ist auf jeden Fall die Go-To-Waffe. Der ist so krass heftig, der ist stärker wie das Schwert. Mit dem Schwert braucht man 3 Schläge, mit dem Bogen brauchen wir nur 2 Angriffe. Die haben auch eine Range, ey, das ist krass. Also wie, wo die einen schon entdecken. Aber finde ich gut, dann sind die nicht ganz so... So easy. Ach, wir haben jetzt schon Bad Omen, nur weil wir den umgeschossen haben. Naja. Ich dachte, das kriegt man erst, wenn man das Banner von denen einsammelt. Und ich glaube, die spawnen ja hier auch nach. Ja genau, da hinten ist gerade einer nachgespawnt. Das heißt, wir können ja gar nicht so viel rumlaufen hier und uns umgucken. Noch ein bisschen aufpassen. Aber das ist eine gute XP-Farm, ehrlich gesagt. Ja, brichst du dir alle Knochen? Mach's uns leichter. So, den größten Haufen haben wir auf jeden Fall schon mal erledigt, denke ich. Hoffe ich. Hä? Was du denn her? Kann man das Spawn hier irgendwie von denen verhindern? Gibt's da eine Möglichkeit? Bitte gerne mal in die YouTube-Kommentare reinschreiben. Wenn sich da jemand auskennt. So, wir gehen auch gleich da rein. Wir nehmen den einen hier draußen noch mit, der gerade neu gespawnt ist. Ja, den nehmen wir auch mit. Zack. Tja, keine Chance. Ich habe über 1000 Stunden in Counter-Strike und du? Tja, zu wenige. So, einmal ganz kurz umgucken. Und dann... Vielleicht noch mal XP rum, genau. Die nehmen wir gerne noch mit. Jetzt haben wir, glaube ich, einen guten Schwung von denen erledigt. Und wagen uns mal rein. Hier drin spawnen, glaube ich, an sich ja so keine mehr. Also nicht so spawnermäßig wie in Dungeons. Mhm. Da oben ist auf jeden Fall einer. Also. Hä? Ich hab mir gerade hier gehört. Uns haben sie auch wahrgenommen, würde ich behaupten. So. Kommt keiner hoch. Ich hab ein bisschen Schiss, dass sie doch irgendwie einer um die Ecke kommt und es gleich hier runterschießt. Okay, Feather Falling 2, Bottle of Enchanting. Die Dark Oaklocks brauchen wir nicht unbedingt, die Karotten. Ja, Potatoes brauchen wir eigentlich auch nicht zwingend. Ist alles wieder voll von denen. Uff. Aber ich muss sagen, die sind eigentlich eine bessere XP-Farm wie so manche. Na gut, nicht wie eine Farm natürlich. Das ist nicht so richtig, aber sind schon gut farmbar hier unten. Oh, okay, wir haben ein paar von denen. Alarmiert. Hoppala. Wie kommen wir an die Banner von denen hier ran? Ohne, dass die uns unten wieder abschießen.
Okay, das ist ein bisschen zu riskant, ehrlich gesagt. Ich würde aber ganz gerne halt die Banner hier abbauen. Ah, steht ja einer schon unter uns. Wir hacken mal kurz alle Banner auf jeder Seite ab. Sprinten wir gleich runter und sammeln die einmal unten alle ein. Solange wir noch einen Tarplatz frei haben, nehme ich die Kiste einfach auch mit. So, und dann... dem habe ich gerade nicht gerechnet. Dass der schon direkt hier oben war. Weg mit dir! Weg mit dir! Hau ab! Oh, noch einer vor der Tür. Huch. Hat der ist im Wasser gelandet. Ich war schon gewundert, warum das so gezischt hat, was denn da jetzt passiert ist. So, einmal schnell alle Banner einsammeln. So. Die brauchen wir natürlich eigentlich nicht unbedingt, aber ich finde die immer ganz cool, die Banner, ehrlich gesagt. Und dann Bad Omen 2, natürlich. Weil wir... Ach, was willst du denn? Hä? Aber wie viele Angriffe brauche ich denn mit dem Schwert? Hallo? Also der Bogen ist, ja, wie gesagt, viel, viel, viel stärker. Die Crossbows, weiß ich, kann man die sich selber bauen? Oder muss man die sammeln? Aber in jedem Fall sind die nicht stärker wie unser Bogen. Der toppt alles. Oh mein Gott. Die spawnen auf jeden Fall echt krass schnell nach, irgendwie. Was ich mich frage, geht's hier unten drunter noch irgendwie weiter? Ne, das ist ganz normaler Boden, also nur Erde. Oh, hallo! Lass mich doch mal euren Boden auseinandernehmen. Ich muss gucken, ob ihr vernünftig gebaut habt. So, und jetzt verkrümeln wir jetzt auch. Es wird langsam dunkel. Da sollten wir uns in Richtung... Warum steht da unten einer? In Richtung eines geeigneten Schlafplatzes machen. Geeignet ist alles, was von denen einfach nur von deren Spawn hier weg ist. Da möchte ich kein Risiko eingehen. So, einmal das Bett. Ah, okay, die sind wohl... Wahrscheinlich, weil die einen irgendwie gespawnt sind mit dem Turm. Oh Gott. Ich wollte mich gerade kratzen. Na, was machst du denn? Oh, damit habe ich gerade nicht gerechnet, dass der mich verfolgt hat. Hat noch einer an. Hä? Wie weit verfolgen die mich denn? Kommen da noch mehr? Ich meine, ja, ich habe die Akku gezogen von denen, aber... schnell schlafen gehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Oh, ich sehe einen Dschungeltempel. Da drüben ist ein Dschungeltempel. Ey, wie cool, den hätte ich jetzt so nicht gesehen. Also mit der Beleuchtung so hätte ich ihn nicht gesehen. Und auch gerade eben, als wir hier langgelaufen sind, habe ich ihn nicht wahrgenommen. Uff, wie cool. Aber wichtig auf jeden Fall, wir sollten auf keinen Fall in die Nähe eines NPC-Dorfes kommen. Weil mit Bad Omen 2 lösen wir einen heftigen Raid auf jeden Fall aus und wir haben keine gute Rüstung. Das würden wir definitiv nicht überleben. Ich habe einmal so einen Raid in meiner Hardcore-Welt ausgelöst. Ich glaube, da hatte ich nur Bad Omen 1. Das war schon grenzwertig teilweise. Also was ich da an Schaden kassiert habe, das war heftig. So, da bin ich fast draufgegangen in der Map. Ich hatte goldene Äpfel dabei, ich hatte Heiltränke dabei. Splash Potions sogar, glaube ich. Also alles, was irgendwie schnell geht. Ich hatte eine Bombenrüstung, komplett enchanted Diamanten. Auch genauso einen krassen Bogen wie den hier. So, suchen wir den Haupteingang. Ich glaube, ja, wir machen es mal bei den Eingang. So, durch die Nacht könnten jetzt hier auch irgendwie Monster gespawnt sein. Das wäre jetzt nicht so gut. Ich habe immer Angst vor Creepern, weil wir haben halt keine Blast Protection oder sonstiges.